Hallo zusammen, hallo miteinander. Ich bin's, Milena Moser, und ich habe ein paar Gedanken nochmal zum Schreiben. Schreiben als Krisenhelfer, als Puffer in dieser schwierigen Zeit, die wir alle durchmachen. Schreiben gegen die Einsamkeit. Nach meinem letzten Video wurde ich gefragt, ist Schreiben Therapie? Ja, nein, ja, nein, nein, glaube nicht. Viele von euch wissen das, ich bin selber ziemlich therapieerfahren. Ich habe 4 oder 5 Runden gedreht bisher. Alle waren sehr wichtig, sehr hilfreich. Irgendwie ging es aber für mich wenigstens in der Therapie am Ende immer darum, dass ich besser zurechtkomme. Das war mein Ziel, besser zurechtzukommen im Alltag, als Teil einer Gemeinschaft, Familie, Beziehung, irgendwie besser zu funktionieren, wenn man so will. Das Schreiben ist, seit ich ein kleines Kind bin, mein bester Freund. Das Schreiben ist immer für mich da, das Schreiben tröstet mich, das Schreiben beruhigt mich, das Schreiben lenkt mich ab, das Schreiben amüsiert mich. Aber es führt nie dazu, dass ich besser funktioniere oder zurechtkomme. Sorry, friends, that's the small print. Trotzdem, gerade deswegen, gerade jetzt, wo so viel von uns gefordert wird, auf das wir nicht vorbereitet waren, dass wir nicht trainiert haben, dass wir nicht geübt haben, wo wir uns oft so allein fühlen, brauchen wir das umso mehr. Das Schreiben nicht nur als kreativen Ausdruck, sondern wirklich auch einfach als Ventil. Das Schreiben ist der Ort, an dem du alles sein kannst, wo alles möglich ist. Meine Mutter erzählt, dass sie mal, weiß nicht, wie alt ich war, 6 vielleicht oder 7, sie hat irgendwie, wollte Wäsche in meine Kommode legen und zieht die Schublade auf und da steht mit Buntstift: Mami ist eine blöde Kuh. Gott sei Dank bin ich in einer Schriftstellerfamilie groß geworden und das wurde mir nicht wahnsinnig übel genommen. Ein bisschen schon, aber nicht sehr, weil es war irgendwie sofort klar für alle, vor allem auch für mich, ich darf das schreiben, da muss ich es vielleicht nicht sagen. Wie gesagt, ob das therapeutisch Sinn macht, keine Ahnung, aber es tut gut und ich glaube, jetzt brauchen wir das vor allem und ich möchte euch allen wirklich ans Herz legen, legt euch ein Schreibheft zu, öffnet ein Dokument in eurem Computer. Bester Freund, mein bester Freund, mein Tagebuch, egal, ein Ort, wo ihr alles sein könnt, was ihr im Moment sein müsst, um durch diese Zeit mit Anstand durchzukommen. Wenn ihr die Nerven verliert, verliert sie erstmal auf dem Papier. Wenn ihr euch selber leid tut, wenn es euch peinlich ist, das irgendjemandem zu erzählen, weil ihr denkt, ach, allen anderen geht es auch viel schlimmer als mir, was, ich habe kein Recht zu jammern. Hier hast du das Recht zu jammern. Hier hast du das Recht auszurasten. Hier hast du das Recht, dich zu benehmen, wie du willst. Das ist dein bester Freund, der dich nie im Stich lässt. Versprech's, muss nicht rosa sein. Okay, ich hoffe, das hilft euch. Haltet durch, bleibt gesund.